Moin, Erwin. Moin, Erwin. Es regnet. Es regnet, okay. Das ist mir auch wurscht. Ich mir auch wurscht, ja, genau richtig. Wie geht es dem Server? Dem Server geht es recht gut. Und erstmal grüße dich, Nick, und grüße dich, Pelopono.
Warum deswegen was? Pelopé, Bono, Mixer, Fixer. Ach. Wie hast du geheißen? Velo, wie. Naja. Musst du nicht bei mir entschuldigen, musst du beim Yogi entschuldigen. Nick, ja, kein Thema. Immer wieder gern. Ja, Akram Gaming, danke dir für den Follow. Kommt leider keine Musik. Ah, Oh jetzt hat doch. yeah. Jetzt hat Bums. Verzögert sich alles gerade ein bisschen. Keine Ahnung. Aber danke dir für den Follow. Für den Follow. Ja, momentan ist keiner auf dem TS. Mod werden? Nee. Mod wird so schnell keiner mehr, solange mein Channel nur so klein ist. Ja, bin jetzt gerade ein bisschen am Ausprobieren, was besser ausschaut. Entweder hier das weiter vorstehen lassen. Oder das weiter hinten lassen. Aber ich glaube, so schaut es besser aus. Kann mich hier nochmal die Reihe hinziehen. Ich stream mit OBS. Ja, genau. Aber das Normale, also nicht das Studio, sondern das Normale. Lars, grüß dich. Oh, morgen, Chef, bestimmt nicht. Hey, nix, Chef. Die kleine Wurst. Ja, OBS, ja, günstig, kostet nichts. User joined your channel. Wie du Was? Nick Chef. Moin. Ich bin nicht Chef. Chef ist der, wo der jeden Monat dein Gehaltscheck gibt. Bin ich nicht. Ich zahle nichts. Ich glaube, so schaut es besser aus. Ja. Ich auch gerne spielen. Aber wann scheitert's? Keine Lust, Geld dazu auszugeben. Also. Weil ich hab's ja für die PS4. Also. Ich hab Minecraft für die PS4. Da will ich das nicht noch am PC haben. Warum streamst du nicht über PS4? Weil der Töchter hier meistens dran sitzt. So. Schlag sie runter. So, jetzt ist der Papa dran. Heul nicht rum, oder es geht um Sex ins Bett. Erstes Wochenende. Ja, drum, um Sex. Ja.
Muss ja bestrafen, Alter. Warum bestrafen? Oder du lässt sie ganz wach. Ja, mein Nachbar hat das gemacht. Oder sagt so, Schätzelein, heute geht's ohne Abendbrot ins Bett. Nee, 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 hat dann der Vater gesagt. Die bleibt heute ziemlich lang wach. Ob sie will oder nicht, wenn sie kurz vorm Einschlafen war, bumm, ey, wach bleiben. Wach bleiben, wach bleiben, hallo, wach bleiben, wach bleiben, wach bleiben. Die ganze Zeit. Ja, bis 4 Uhr früh. Bis 4 Uhr früh habe ich ja selber eingeschlafen. Nein. Und heute schon gestreamt oder? Oder machst du noch oder tust du noch? Na, ich hab heute Vormittag schon. Aha. Mach aber heute Abend wieder. Hey, mir hat's gestern ein bisschen zerbröselt. Puh. Nö, eingeschlafen, Cannabis eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und dann wollte ich streamen. Dann habe ich festgestellt, dass ich bei Arma 3 gar nicht mehr gelistet bin. Ja, und da habe ich die ganzen Updates runtergeladen. Dann war es 9:30. Ja, dann. Nö, habe ich gedacht, ach, Arschlecken. Ich glaube, nur zweimal eingeschlafen beim Runterladen. Ich glaube, um 10 bin ich ins Bett gegangen. 10 war im Bett. Ich gucke jetzt immer einen anderen Streamer auch noch. Er macht jeden Samstag auch DJ. Und er hat jetzt die letzte Woche. Jetzt eine ganze Woche. Hört er jetzt auch Arma 3, aber Lakeside gespielt. Mhm. Alter, er hatte wirklich Spaß daran. Ja, Lexi, das ist das Problem. Hätte ich jetzt mal bessere Leitung gekriegt, so wie von der Telekom abgemacht war, dann hätte ich schon den ein oder anderen Mod gezogen, aber das sind halt immer gleich 15 Gigabyte, was da runterladen muss. Ja, also die spielen jetzt komplett ohne irgendwas. Dachte er mehrmals. Ja, Lexi, muss ich aber auch runterladen, weißt du, ich auch ein Mod. Ja, und dann musst du irgendwie da von den Administratoren. Irgendwie von den Administrator musst du irgendwie eine Bewerbung hinschicken, dass du überhaupt ja, da drauf kommen darfst. Whitelisted, ja, genau. Und ja, das dauert jetzt lang, weißt du? Ich lade für 1 Gigabyte lade ich fast 1,5 Stunden. Oh. Und sag ich, die da gerne GTA 5 spielen wollen, aber es sind jetzt mittlerweile 70 Gigabyte. Ja, da lade ich schon mal 70 Stunden. 105 Stunden lade ich dann. Und soll ich denn das runterladen, oh bitte? Moin. Ach, Pixel. Ich hab heute auch schon gestreamt. Und ein paar Follower gemacht, ja. Ja, 5. Hast ja für eine halbe Stunde Stream. Muss mal gucken, wie viel ich jetzt konnte. Ich habe gestern so um 3 Uhr nochmal 3 Follower abgestaubt. Das war schon heftig. Ja, manchmal läuft's gut, manchmal läuft's halt nicht so gut, ne? Ja. Manchmal läuft's richtig gut, wie bei mir gestern Abend. Aber ich krieg die Follower dort nicht hin. Da muss ich einen CLL-Browser runterladen. Was? Muss ich einen CLL-Browser runterladen. Okay, wie geht das? Klingt selber irgendwie nicht hin. Da gibt's bei Google gibt's einen CLL-Browser für OBS. Und dann gibt's so eine Seite, da kannst du das runterladen. Muss ich das entpacken. Dann entpackt er sich selber. Dann, wenn es gut funktioniert, hast du den CLL-Browser eigentlich gleich in deinem OBS drin. Wenn es sich selber installiert, wenn du Glück hast. Also ich gebe CLR-Browser jetzt ein. Ja, dann kommst du bei... Hier ganz oben auf die OBS. Ne? Wahrscheinlich kommst du mal bei Twitch Alert raus oder irgendwo kommst du da raus. Wahrscheinlich OBS, die Hauptseite, weil das ja nur von OBS ein Plugin ja, ist. Ja, genau, richtig. Da muss ich rauskommen. Und dann auf Home. Also dann brauchst du, das ist ein bisschen schwierig zum erklären, weil unten steht dann irgendwann der CLL-Browser für 64-Bit oder
32-Bit. Ja, ich starte mir nochmal Let's kurz. Michi, jawohl, grüß dich. Oder gehe ich am besten über YouTube rein, da hat irgendeiner Tutorial gemacht, das ist eigentlich recht gut. Muss ich dazu sagen, das ist eigentlich echt gut. Ich habe ja auch schon OBS. Wenn du einfach bei YouTube gibst einfach Twitch Alert ein oder Follower Sound, OBS, und dann kommen da haufenweise, wo die das erklären, was du machen sollst und alles sowas. Ja, richtig. Das habe ich auch zum Teil nachgemacht, aber das hat dann nicht. Also so wie man immer sagt, Google und YouTube beantworten alle Fragen. Beste Freunde. Ja. Darf man mitspielen? Man darf mitspielen, wenn man über 16 ist. Über 16 Jahre alt. Dann darf man mitspielen. Ansonsten muss ich warten, bis 16 Jahre alt ist. Worauf habe ich Bock? Ah, ich habe immer Bock, aber es hat mit Minecraft jetzt nichts zu tun. Hey! Überlege nur gerade, was ich spielen soll. Ob ich ATS spielen soll oder ob ich ETS machen soll. Ach, mach doch ETS. ATS, das bringt es noch gar nicht. Warum? Also, mir gefällt es noch gar nicht, muss ich sagen. Bin jetzt zwar ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Enttäuscht. Ach, ich hab gedacht, dass vielleicht zwei, drei andere Hersteller dabei sind für Kotzschnauze. Ja, das kommt ja jetzt alles. Ja, ja. Nee, ich hab gemeint halt jetzt am gleich, weißt du, Neuerscheinung und so. Ach so, nee. Was da wenigstens. Ich bin ja mehr der Kotzschnauzenfahrer wie der Langschnauzen. Kenwood finde ich auch geil, Kenwood, ja, aber ich mag lieber die Kotzschnauzen. Chris, jawohl. Christmas Girl, jawohl. Christmas Girl, ach Christmas Girl, Christmas Girl. Jawohl, grüß dich. Also bei Frauen mache ich dann oft einmal eine Ausnahme, weil die sind ein bisschen leichter zu handhaben. Da kann man dann schon mal sagen mit 14, aber bei Jungs generell ab 16. Das kommt auch nicht schlecht. So gefällt es mir ja auch ganz gut. Mal vielleicht ein bisschen noch. Eine Reihe weiter runter vielleicht, oder? Oh, die ist jetzt hoch. Das ist jetzt zu hoch. Erstmal machen wir einen Radiosender an. Oh yeah. Ja, Christmas Girl, danke dir für den Follow. Aber wir bauen da jetzt, glaube ich, eine Reihe weiter runter. Gucken wir uns mal das an, wie das ausschaut. Also von der Optik her. Ich habe heute so um 11 Uhr angefangen zu streamen. Ich meine 12 Uhr. Weil ab da sind wir eigentlich meistens online. Und dann abends noch mal. Ja, du musst halt immer aufpassen, wenn halt ein großes streamt wie G. oder D. Ja, dann brauchst du halt anfangen zu streamen, dann kannst du ausmachen. Das ist immer so. Finde ich halt auch schade, dass die ganzen Leute dann zu den Idioten hinrennen. Den meine ja, ich meine doch das, die Großen. Ich sag bloß die Namen nicht in meinem Stream, weil sonst guckt gleich jeder danach. Und dann sind sie weg. Unge hat ja den Rekord knackt. Die meisten Zuschauer flutscht er. Meisten Zuschauer habt ihr immer nur den Boomer. Ja, jetzt kommt das nämlich so globig rüber. Ja, ja, das kann man, das glaub ich schon. Ja, heute wir fahren mit einer Yacht. Weißt du, die Community hat immer noch der Boomer. Da entschuldigen sich sogar die Trolle.
Oh, heute habe ich noch viel vor in Minecraft. Jetzt baue ich da schon mal meine Villa. Und dann müssen wir gucken. Feuerwehrwache muss ich noch bauen. Fußballstadion will ich noch bauen. Wie viele Follower hat er? Wer? Ja, also, guck mal. Wir müssen jetzt knapp an die 2780 Follower haben. Boah. Ich habe heute mal zweites Stream gemacht. Habe jetzt aber erst mal 10. Ja, und? War mal so angefangen. Was? Jeder mal. Ich glaube, es hat jeder mal bei 0 angefangen. Ja, schlimm, wenn es jetzt so ist. Oder du kaufst du gleich ein paar hundert zum Anfang. So wie meine andere kleine Twitcher. Wie lange streamst du jetzt schon allgemein? Wie viele Monate? Allgemein, seit, also offiziell besteht der Account seit April letzten Jahres. Richtig gestreamt habe ich ab August letzten Jahres bis intensiv 2014. Okay. Im April 2014 habe ich aufgemacht. Im August 2014 habe ich angefangen. Dann machtest du nämlich so ein Special, wo wir alle mit drauf oder so eine Verlosung machen solltest, und seitdem bin ich nämlich auch dabei. Seit Mitte 2014. Und dann, also ja, bis letzten Jahres März, April. Und dann habe ich ein bisschen Pause gemacht wegen Arbeiten. Wollte jetzt auch wieder so sein ab März, dass ich ein bisschen Pause mache wegen Arbeiten. Ja, so 2 Jahre kann man schon sagen, streame ich gerade. 2 Jahre, hey, die Zeit vergeht. Zeit vergeht wie im Flug. Ja. 2. Jahr müsste jetzt sein, ja. Ja, und für 2 Jahre 2000 oder knappe 3000 Follower. Ja. Nicht schlecht. Mit was nehmt ihr YouTube-Videos auf und so? YouTube? Hallo, mein. Ich auch mit OBS. YouTube-Video habe ich am Anfang aufgenommen mit Fraps. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Das ist mir dann immer wieder abgeschmiert. Dann habe ich mal Action genommen. Action, Myra's Action. Das war eigentlich recht gut. Bis dann so ein Update kommen ist, das für 64-Bit nicht mehr ausreicht, das ist mir dann immer wieder abgestürzt. Und jetzt mache ich eigentlich bloß noch Videos über OBS, wenn dann so Mitschnitte vom Livestream. Okay. Aber sonst mache ich so offiziell keine Videos mehr. Denn momentan gibt es keine schönen LS15-Mods, momentan gefällt mir keiner. Wo ich sage, oh, das wäre wieder was zum Vorstellen. Tutorials müsste jetzt eigentlich ein neues machen für ATS Multigaming. Da fehlt mir aber jetzt gerade momentan die Zeit dazu. Die Zeit investiere ich dann lieber. Bitte? Was? Du redest ja bei mir, okay. Ja, Achso, mit deiner Mama. Nee, mit meiner Oma. Oder Oma. Ja, okay. Sonst meine das YouTube-Channel, der ist bloß dazu da, um Tutorials oder Mod-Vorstellungen oder Server-Vorstellungen zu machen. Mach keine Let's Plays, da geht's blöd dazu. Wisst ihr, was ich richtig will bin? Ich habe halt über einen Ketchup-Pack entwickelt. Ich habe halt selber einen Ketchup-Pack entwickelt und habe es an YouTuber gesendet. Und der hat das extra ein Video dafür gemacht. Oh, ist doch gut.
War eigentlich nur aus Spaß für meine Kumpels. Ich verlinke es euch mal kurz. Der heißt Logo. Irgendwie 100.000 Abonnenten. Also Abonnenten, ich hab. Ich erstelle ja auch gerade selber Mod. Ja, Nick Valentine, wo ist denn die Autogrammkarte? Wo hängt denn die Autogrammkarten? Traum. So, was brauchen wir denn noch? Dann machen wir dazu. Machen wir dazu. Dann. Da geht's raus in den Garten. Ist? Jawohl, grüß dich, mein Freund. Da geht's raus in den Garten. Upsa. Ja, wo hängt sie denn? Kühlschrank? Über dem Abfalleimer? So. Wie machen wir das jetzt? Machen wir jetzt bloß eine gerade Treppe nach oben? Oder machen wir eine Wendeltreppe nach oben? Fragen über Fragen. Ich habe jetzt mal das Video reingestellt. Jo, gucken wir aber nachher an. Okay. Ich will nur sagen, das Schwert war am schwierigsten zu erstellen. Ah, dann ciao. Ja, tschüss. Da steht die Glasscheibe im Weg. Ah, jetzt hat er. So, da anfangen. Schade. Da wieder zumachen. Ein Rahmen geklemmt, okay. Gut, gut. Ach, Mann. Jetzt da noch sowas hinbauen, das. Ja. Passt eigentlich so weit. Treppe brauchen wir. Eichenholz. Holzbretter. Sieht echt gut aus. Ja, finde ich auch. Sieht, hat was, hat was. Doch. Na komm her. Hm.
Speicher aus. Oma, ich hab dir doch gelesen. Machen wir das so? Machen wir das so? Das ist auch nicht da. Gut, gut. Jetzt hier nach draußen. Zack, zack. Gut. Machen wir jetzt doppel. So, ja, ich habe die überlesen gerade, stimmt. Gar nicht aufpasst. Machen wir das hier weg. So. So. So, wollen wir jetzt doppelläufig machen oder einzeln? Sollen wir das jetzt so lassen oder sollen wir da doppelläufig machen? Da hat ein Zweierding aus. Jetzt ein Zweierding hinbauen. Ach Mann. Die kommt gleich besser, ha? Huh? Die geht's heute mal so richtig beschissen, okay? Ich glaube, eins ist besser, ist nicht so aufdringlich. Ah, machen wir eins ist besser. Warum, Jenny, mal Schluss? Fichte. Fichte. Eiche. Blätter. Fichte. Füchse. So, 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 so. So. Gut. Das. Aber. Da brauchen wir Türe. Türe. Aber die hier. Gott. Gott, Gott. Irgendwie ist hier Abstand. Prima. Prima, prima. Na? So, da schaut es gar nicht schlecht aus. Na gut, das ist schon geil. So, schaut es gut aus. Jetzt bauen wir da noch meine Türmchen ran. Ich hoffe, das jetzt was gut. Also wie gestern. Ich habe ja gesagt, red mal Klartext mit deinem Heini da. Wenn du da kapiert hast oder kapiert das nicht? Ist meine Meinung. Sagst mal halt einfach, dass das nicht duldisch, ganz einfach. Wenn du da kapiert hast oder kapiert das nicht?
Wenn er es nicht kapiert, ja mein Gott, dann war es das wieder. Jenny. Ja, entweder du ziehst hier weg oder ihr zieht hier weg. Das ist natürlich auch wieder die Frage. Ja. Geil. Habe ich toll gemacht mit dem Haus. Obwohl ich da jetzt eigentlich auch schon wieder ein, zwei darüber ziehen könnte. Ach, Jenny. Warum wechselst du denn mal nicht die Seiten, Jenny? Warum? Vielleicht hast du da mehr Glück. Also, ich meine jetzt, na so hier, nach Nordrhein-Westfalen oder nach Baden-Württemberg oder nach Bayern oder wieder Richtung deiner Mama oder irgendwie so. Lord Gamer, magst du Käse? Oh ja, ich liebe Käse. Mag aber auch Lamas. Soll die Scheiße da weglassen. Ja. So. User joined your channel. So. Disconnected from your channel. Jetzt können wir uns eigentlich schon wieder einem anderen Bauprojekt widmen, ne? Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Guten Tag. Hallöchen. War sehr lang AFK. Ja. Es gibt übrigens noch ein Netherportal. Ich bin wieder bei einem anderen rausgekommen, dann habe ich es aufgegeben. Ja, wo kommst du dann raus?
Ganz in der Nähe vom Spawn, also wenn du irgendwann mal Zeit hast, kann ich dir zeigen. Ja, ich wäre jetzt gerade fertig mit meinem Ja, ich Radmarschall. laufe mal eben hin, dann kannst du da, wenn du noch irgendwas machen musst, eben machen, dann kannst du dich ja Schön. tapieren. Also mein Schild nachher Du holen. hättest sie übrigens nicht hin müssen, ne? Das war ein Spaß von mir gemeint. Ach so. Okay. Ja, meine Freundin und ich kriegen uns öfters mal so spaßig, wie Freunde das halt mal machen, an die Haare. Und dann entsteht da so ein kleiner Konflikt und dann habe ich den Spaß gegeigt, das mal in Chat zu schreiben und wir haben unseren Tod gelacht, als du es wirklich gemacht hast. Also. Aber hättest du dich machen müssen. Also wenn das nochmal ist, muss ich unbedingt machen. Wenn dann schreibe ich dahinter, bitte. Wenn ich es einfach so reinschreibe, brauchst du es nicht machen, aber trotzdem, danke. Und was hast du so gebaut? Ja, falsche Richtung. Meine Villa habe ich jetzt gebaut. Bäh. Ja, für 10 Euro Donate, da kann man das haben. Das ist einfach mal hingeschrieben. Voll Einmal. geizig, Boomer. So, kannst dich hertippen. Ja, kleiner Moment, muss ich noch markieren. Gibt's dann eigentlich auch auf dem neuen Server den Befehl slash spawn? Wie Slash? Spawn. Dann kommt mal zum Spawnpunkt, da wo auch die neuen Leute spawnen, wenn sie hier drauf kommen. Hast du jetzt da gebaut, wo ich gerade stehe? Nein. Laut Stream. Nein. Doch, da wohnst du aber. Mit deiner Kuhfarm, die du in die Erde drin hast. Ja, so bin ich, ja. Schlimm. Hast du neben mir gebaut, okay? Oh. Naja, jetzt pass auf, jetzt bin ich hier. In dem Netter. Oh, Tür zu. Jetzt laufe ich wieder da rein. Genau, hier kommst du mich jetzt raus. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Das ist hier, also guck mal mit. Komm mal mit, ich sehe gar nichts. Hallo, wie siehst du da was? Indem du die, wenn du auf Ops gehst, Grafikeinstellung auf die Helligkeit ganz hoch drehst. Wo bist du jetzt? Hier, hallo, neben dir. Ach. Wenn du mich hier rauf gehst, dadurch bin ich nämlich hier auch rausgekommen. Und dann What the hier. fuck? Da vorne ist dann nämlich wieder der Weg. Deswegen würde ich wirklich mal überlegen, ob ich ein festes Netherportal am Spawn geben sollte. Es kommt ja. Kommt ja dann an Spawn. Was ist denn das? Eine Hexe. Weil dann gehe ich mir jetzt nochmal nach Hause und weil ich hab dann bin hab mir gedacht, nee, jetzt gehst du nicht nochmal in Nether, nachher spawnst du irgendwo. Da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. Hast du eigentlich mehr Zuschauer, wenn du Minecraft Das hört streamst? sich alles gleich bei mir. Ist egal, was ich stream, ist immer gleich. Mal mehr, mal weniger. Der Erwin schaut mir ja immer zu oder lässt nebenzu laufen, das finde ich schon mal gut. Chris auch, Don Franti, wenn er da ist, etc. pp. Also wenn mein Akku ist und ich mit dem Teamspeak bin, dann lasse ich es auch manchmal nebenbei laufen, weil ich dann gucke, was du baust. Aber mein Akku ist derzeit alle, also kann ich nicht zugucken, leider. Habe ich ihn weit genug vom Spawn weggebracht? Ich hoffe es. Können wir schlafen gehen, Boomer? Die geht halt schlafen, dahinter kommt halt ein Monster, verstehst Ist mir egal, solange ich im Bett liege, werde ich nicht angegriffen. du? Achso.
genau. Setzt einfach eben Boom. Setzt einfach mit eben hin. Aber man muss dann erst mal ein Bett bauen, oder? Warum haben wir denn ein Bett? Gib einfach bei Suche Bett ein. Skelett! Na, da hab ich Bett. Oh. Dankeschön. Nein. Okay. Was machen deine Vieh da eigentlich hier? Deine. Die sind da eigentlich nur drinne, weil ich mir die besorgte, bin ein bisschen weggelaufen und dann, bis ich an der Oberfläche ein kleines Gehege gebaut habe, ich will ein schönes Gehege bauen, nicht einfach nur einen Zaun, bis ich da ein schönes Gehege gebaut habe, bleiben die da unten drinne. Nick Valentine, der Server heißt Ausrufezeichen Mine. Einfach mal eingeben, Ausrufezeichen Mine. Dann finde ich die IP. Grüße dich, Timmy. Ich finde dieses Soundpack von mir so geil, Alter. Feier das. Alter, beleidig mich nicht so, Junge. Da, genau neben dir habe ich gebaut. Guck, links. Da die. Warte. So, Moment. Rechts oder links? Ja, gib Ausrufezeichen Mine ein, Nick, und dann kriegst du. Wie bist du? Warte, ja, genau, ja, da, weiter. Hier. Noch weiter? Ja, ja, bis genau. Ah, jetzt hat. Oh, sorry. Nee, ich hab sorry. Nee, aber ich glaube, du warst vorher schon hier. Oma, das ist noch nicht eine Villa. Was dann? Das ist erstmal noch ein Haus. Das ist noch keine Villa. Weißt du, wie groß Villas sind? Hallo? Das ist halt eine kleine Villa. Okay. Gut. Jetzt bauen wir ja schon mal ein Feuerwehrhaus. Und was hab ich gesagt? Weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Wolltest du nicht irgendwas mit Hotel und? Ach genau, ja. Richtig. Übrigens, ein Hotel ist riesig, also mach jetzt nicht ein kleines Hotel. Nee, mach was du möchtest, aber Hotels sind meistens groß. Da muss ich mir zuerst schon mal wieder weg teleportieren auf. Nein, falsch. Da bin ich jetzt hier. Boah, was habe ich hier gemacht mit den Bäumen, Alter? Aber ist gar nicht so schlimm, dass du so. Also, so nah bist du ja auch nun nicht. Also, es ist eigentlich von meiner Sicht aus nicht schlimm, wenn es dich nicht stört. Also, von meiner Sicht ist es nicht schlimm aus dem Grund, weil ich habe hier eh schon alles markiert, was mein Bereich ist. Das Zuckerrohr hole ich noch rein. Das ist nur jetzt derzeit zum Wachsen da draußen. Und sonst habe ich den Bereich ja markiert. Meine Freundin möchte ein Schloss bauen und deswegen hatte ich das etwas größer gemacht. Ist die Schwelle weg, oder? Ja, weil sie jetzt putzen muss. Lieber. Sonnen am Samstag. Naja, die muss jeden Tag putzen. Ja, verarscht alle mein Haus, habt ihr recht. So. Ich jetzt hier dieses scheiß Feuerzeug, was ich das Feuerzeug suche. Warum ist da jetzt immer noch. Oh, ich weiß gar nicht nach. So, Freunde, jetzt gibt's ja schon mal hier Kapumstich. Machst du, sprengst du? Nein, oh, shit. Das war jetzt keine Absicht. Kein Spaß zu haben, sehr viel. Nein! Und, oh.
Warum geht das What the fuck nicht, hallo? Ah, ich hab's gar nicht so viele Punkte. Aha. Hoppa. Keine Ahnung. Okay, du willst schon so viele Punkte haben. So. Ja, den Punkt haben wir nicht so lange drin. Ja, das wird schon wieder. Eins. Ach, Scheiße. Sind die schon wieder? Ah, wo kann man denn das nachlesen, wie die heißen, die Items, die Nummern? Zurück. Drück mal F3 plus H gleichzeitig. Und dann musst du, wenn du im Inventar über das Item gehst, müsste dahinter eine ID sein, wenn du es gleichzeitig gedrückt hast. Nee, ich gar nichts. F3 und H gleichzeitig. Gleichzeitig, genau gleichzeitig. Nee, da kommt bloß mein Dings. Ah, doch, Ja, jetzt das hat ist normal nach ja. unten gedrückt. Ah, jetzt hat okay. So. Sandstein 24 heißt es. Okay. Das ist eigentlich die schnellere Variante. Oh, ich verzweifle gerade an meinem Haus, ey.
Kaffee, so langweilig. Mein Stream so langweilig, Freunde. Nein. Er ist doch immer interessant, Boomer. Boah, alte Schleimerin. Du kennst mich doch. Dafür gibt's keinen Keks, Fräulein. Dafür geht's um 8 ins Bett, aber 8. Okay, aber Zeit. Nee. Nur über meine Leiche. Wie oft ich jetzt gerade von meinem Haus runterfalle, es riecht mich auf. Ja, bau dir halt ein Gerüst hin. Na, ja, hab ich doch. Ich hab voll das fette Gerüst. Das beleidigt sie mir, und habt ihr das gehört? Die hat fett gesagt. Ich hab's doch nicht dich beleidigt. Ich hab das Gerüst beleidigt. Ja, ja. Nein, du bist wunderschön. Aber Wanne ist immer noch ein Arsch. Oh Gott! Achso, ein Kadaver, jetzt komme ich mit. Kadaver. Komm ich da? Geht doch. Was arbeitest du denn, Nick? Was arbeitest du denn? Irgendwie hat man doch den Befehl wiederholen können. Mit was war denn das schon wieder? Was brauchst du? Den letzten Befehl wiederholen, wie war denn das schon wieder? Du Heilige. Ah, alles klar. Oh, Channing bricht gleich ab. Kannst du den Regen ausmachen oder darfst du das nicht? Bei mir regnet es gar nicht, liegt mir nicht an. Fräulein, ruf wieder Mama an. Nein, bei mir regnet es nicht. Ja, vielleicht, weil irgendwo in Deutschland, wenn es regnet, auch nicht unbedingt in einem anderen Ort auch regnet. Ja, was heißt denn das jetzt? Nicht Tockle Downfall, wie heißt denn das wieder? Doch, klar. Ich will aber nicht. Tockle. Doppel G. Okay. Dankeschön. Sehr schön. Jetzt kann man sich den Rest immer noch nicht so häufig aus, wenn es so regnet. Wunderschön sieht das bis jetzt aus. Guck mal, was hältst du von Hochbetten? Energy Drinks! Nick Valentine, Energy Drinks, da bist du der richtige Mann für mich. Hier, komm mal, TS, aber schnell. Was? Was verpasst? Ach, ich hab doch meinen eigenen Energy Drink erfinden wollen. Ja. Da ist es zweimal in die Hose gegangen. Warum? Einmal hat er geschmeckt wie Arsch und Friedrich. Ja, lecker. Und einmal. Ja. Einmal wäre fast okay gewesen, aber ja. Ja, da fehlt dann irgendwie sowas. Guck mal, lass mal abziehen. Wie abziehen? Abziehen? Moment, eins. Geht's nicht, oh Gott. Hey, ich brauche einen Energy Drink für mich. Ich brauche die Rezeptur, Nick.
Warum willst du einen eigenen Energy Drink machen? Warum gehst du nicht in den Supermarkt und kaufst dir einen? Hallo? Es soll ein Boomer Energy geben. Der heißt Boomer Chill. Boomer Energy. Okay, ich glaube, den werde ich dann in Massen kaufen, wenn er dann schmeckt. Ja, der schmeckt schon. Ich weiß, dass die geheim ist. Ich brauche nur Blanco-Dosen. Ja, warte mal. Wenn du Coca-Cola herstellst oder was, dann ist das der Rentless Energy. Rentless Energy. Okay. Das heißt, dein Energy ist schon fertig, aber du hast noch keine Dose. Brauch bloß das Label. Und wie willst du das an Mann bringen? Rentless, ja. Ah, Rentless schmeckt nicht. Nein, ich hab eigentlich schon einen Energy Drink, wo mir schmeckt. Wo die Geschmacksrichtung hat, wo mir schmeckt. Und den wollte ich jetzt mit dem Kumpel nachbauen. So, ein Energy Drink baut man also. Ja, dem sein Vater hat eine Brauerei. Ach so, okay. Die füllen halt auch ab. Die machen weißer Limo, gelber Limo, Spezi, sowas. Machen die. Und da waren wir jetzt zweimal dran an dem Energy Drink. Und daraus ist nichts geworden. Scheiße, nicht die für Netto. Niki braucht den vom Netto. Den Booster brauche ich. Den habe ich sogar hier zu Hause stehen. Genau, und so soll mein Energy Drink ausschmecken. So wie der Booster. Und das haben wir nicht hingekriegt. Was macht das dann für Sinn? Warum kostet ihr dann nicht einfach Booster? Weil ich die Adresse nicht finde von denen, Booster. Und ich hätte gesagt, die sollen mir praktisch Blanko-Dosen schicken und ich mache bloß eine Folie drumherum. Fertig. Nee. Ach so. Okay. Du möchtest also, dass den Geschmack ein Booster hat, möchtest du gerne verkaufen, so ungefähr. Genau. So, nee, aber meine Frage war jetzt, warum du nicht einfach Booster kaufst und den trinkst. Also richtig Booster aus dem Laden einfach. Den trinke ich ja. Ja, warum machst du dann einen eigenen Energy Drink? Ja, für euch. Ich kaufe meistens eh immer Booster, von daher. Ja, das soll. Und die Geschmacksrichtung von Booster wollten wir nachmachen. Ja. Weil das gut. So die Geschmacksrichtung ist, was mir taugt. Das Maracuja Orange. Ja, so. Mhm. Und mein Geschmack ist immer Himbeer. Und wir haben das jetzt versucht. Einmal mit Orange, Johannisbeer, Maracuja. Das war sauer, das war mehr wie sauer. Mhm. Und der andere war Maracuja Orange Zitrone. Mhm. Und der war richtig geil, aber irgendwie auch nicht. Ja, cool. Ja, die Produktionskosten waren so hoch, weißt du? Ach so. Weil ihr habt jetzt 300. Möchtest du den dann günstiger verkaufen als den Originalbooster oder was soll das dann werden? Nein, für den gleichen Preis auch. Was kostet 69 Cent oder was kostet er? Ja. Was soll das dann werden? Soll das auch so 1 Liter Dosen werden? Nein, 0,33. Die normalen Red Bull Dosen halt. Bäh. Immer die 1 Liter Booster. Nee. Soll ja noch zum Verschicken gehen, hallo? Ja, ich kaufe meistens immer die 1 Liter Booster. Sind effektiver, wenn man mal 24 Stunden wach bleiben möchte. Das hab ich Fehler gemacht. Füllblöcke 1, 2, 3 habe ich. 0,25, genau. Ja, und ich habe den mit meinem Kumpel entwickelt, bei dem sein Vater Apfelstation hat.
Ne? Und das hat aber nicht ganz hingehauen, weil die Produktionskosten mir zu teuer gekommen wären. Leute, muss ja noch selber bezahlen, ne? Ja. Und ja. Und dann habe ich Booster, wollte ich ausfindig machen, wer Booster abfüllt, aber das findest du nicht raus. Nein? Nee. Jo, Jenny, hau rein, gute Nacht. Lol, es geht jetzt jemand ins Bett. Was, Examen? Nee, da ist der Akku bald leer. Examen oder Ball? Examen oder Ball? Okay. Ah, die Blankodosen. Nee, ich brauche aber den Inhalt. Ich brauche den Inhalt. Blankodosen. Achso, und den Inhalt willst du dann herausfinden, was da genau drin Nein, ist? Shirin. Ich möchte den Booster Energy Drink haben wollen mit meinem Boomer Label drauf. Achso. Oh. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Es gibt schon so Firmen, wo sowas herstellen, da haben wir mal so Probepackungen schicken lassen. Aber das schmeckt alles nach Red Bull und ich bin kein Freund vom Red Bull. Nein, Red Bull ist scheiße. Nö, scheiße finde ich es gar nicht, aber es ist einfach. Nee. Ist einfach. Hey. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Antwort. Wie habe ich ihn da drüben genommen? Noch ein, genau. Da stimmt doch was nicht. So, jetzt aber. Was ist das? Ja. Puma. So, jetzt haben wir da die Fläche. Ja, Nick Valentine, das wäre geil. Aber vor Weihnachten habe ich damit gerechnet, dass ich da ein Geschenk mache, ja. Ja, den Energy Drink, Schlüsselbänder, ein Button, meine Autogrammkarte und Aufkleber. Ja. So als zum Verschicken, als Weihnachtsgeschenk. Daraus ist nichts geworden. Nein. Angekommen ist nämlich was anderes. Ja. BMW-Freund, jawohl. Isabella, jawohl, grüß dich. BMW-Freund, grüß dich. So, fangen wir jetzt da an. Wie fangen wir jetzt da an? Wie fangen wir jetzt da an, Freunde? Ja. Alle, die wo mir vor Weihnachten über 10 € gespendet haben, die haben ein Geschenk von mir zurückbekommen. Ja. Zwar jetzt nicht in dem Ausmaß, weil mit dem Schlüsselbänder hat es nicht hinkaut. Die haben zu oder die hätten zu spät geliefert. Wie geht's mir? Oh, mir geht's hervorragend, hervorragend. Bin ja jetzt hier nur am Hotel bauen. Also sieht nicht sehr aus, aber es wird früher oder später. Aber ich weiß nicht wo, wie, was, wie genau und so. Oma, in 3 Monaten habe ich sogar schon wieder Geburtstag. 3 Monate, das weiß ich nicht mehr, da bin ich noch wieder beim Arbeiten. 3 Monate, meine Fresse. Hast du jetzt noch frei oder was? Jetzt habe ich noch frei, ja. Na, chilliges Leben. Tja, danach geht's wieder los mit 200 Stunden im Monat. Ach Gott, bist du bekloppt. Nein, Spaß. Naja, man kann da ja nichts für.
Ich hab's immer noch nicht geschafft, um Legoland zu kommen. Das habe ich gemerkt. So, 44 Blöcke mal 30 Blöcke. Warte, ich habe Wohnblock. Ich habe keinen Wohnblock. Und das scheiß Hotel, was ich jetzt erst mal gesehen habe. Alter. Komme ich hier nicht durch? Ja, geilo. Es gibt kein Hotel. Warum gibt es jetzt kein Hotel? Was suchst du? Weil ich bin schon voll schwerhörig geworden. Ein Hotel. Hotel suche ich gerade zum Abbauen oder zum Nachbauen oder zum. Du weißt. Nein, ich sag jetzt lieber nichts. Bitte? Ein Hotel ist das einfachste, was man bauen kann. Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie ich es haben will. Ach so. Gut. Was für ein Hotel willst du denn haben? Ein Hotel. Obwohl, du bist heute echt gut gelaunt. Ja. Chirin, was wirst du schon hören von mir? Ein Hotel halt, ne? Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll mit dem Hotel. Ich weiß nicht mal, wie ich die Lobby bauen soll. Ja? Oh, immer diese Frage von ihr mit den IPs. 212, 224, keine Ahnung. Noch nicht mal mehr. Also? Doch. 212, 224, 121, 4, 5, 12. Es gibt doch keine ordentlichen Seiten, wo man sich das abpausen kann oder so. Jetzt rastet die gleich wieder aus wegen der langen IP. Wie werde ich auf deinem Server whitelisted kommen? Dann muss ich die whitelisten praktisch. So, wer schreibt mir hier? Hallo Boomer, I saw you meet streaming Minecraft and I was wonderful. I wanted to join a good kid PvP server. You will get a Twitch rank if you join, and I will be a sheep to place you for you to play with you. Lutsch mein Schwanz, jawohl, grüß dich. Always so crap, dann bann ich dich doch mal gleich mal runter hier. Zack. Ach, wen? Den einen da? Nein. Der hat mich jetzt. Der hat mich halt beleidigt. Suck my dick. Moderne ja. Villa. Komm. Moderne Villa. Das ist jetzt schon wieder. Google Minecraft Hotel bauen. What the fuck? Okay. User joined your channel. Tach. Das ist aber toll. Hallo. Das ist meine Freundin, die müsstest du machen. Ja. Hey, nein. Doch klar. Bin ich fremd. Nein, ich bin schon nicht fremd. Du bist schon bekannt, deswegen durftest du auch im Server drauf. Eigentlich bist du schon längst, bist du noch lange zu jung. Noch lange zu jung. Okay. So jung zu sterben. Wie lacht dieser Dreckfresser. Dieser kleine Dreckfresser. Das schaut geil aus. Das. Oh, Luft. Du, haben sie nicht. Geh mir Mühe. Nee. Weißt du, was das ist? Fertig mit Putzen, ja. Wollen wir raus kaufen? Ja, bist du fertig mit Putzen? Jetzt habt ihr keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, sorry. Oh, jetzt komm. Alles okay. Ich bin den Weg nicht mehr raus, Sherin ist schuld. Ach, jetzt komm.
Aber trotzdem ist es schuld. Den ist immer schuld. Egal ob es war oder nicht. Die ist einfach schuld. Ach so, meinst du? Okay, ja, dann ist sie schuld. Also, Shirin, um 8 geht's ins Bett, ne? Ruf nachher Mama an. Warum? Die lassen den Luft aus dem Rollstuhl und dann. Das versuch mal. Jetzt habe ich da kein schönes Hotel. Doch, scheiße. Soll ich dir ein Hotel bauen, Boomer? Ich dachte, du ein Hotel bauen. Das will ja, sehen. Ich kann das. Ja, Shirin, kein Stundenhotel, ja? Was? Nix. Entweder habe ich jetzt Nutten- oder Stundenhotel. So. Was tue ich mal, Hirsch? Das sieht ja geil aus. Das sieht ja mal richtig geil aus. Gott. Huh. Atmen. Gib mir ja voll ein ab hier, ey. Nix atmen. Was ist atmen? Atmen nicht wie schlucken. Voll überflüssig. Das sieht ja mal hammer aus. Das sieht ja mal hammer aus. Sieht ja mal echt hammer aus, ja, aber. Kriegst du wieder keine Baupläne her, nix, sag ich. Boomer, schick mir mal bitte, ich will's auch sehen. Nö. Danke! Ja, bitte. Ja, das macht er doch gerne. Ich weiß Bescheid. Legoland ist ein Stück weit weg. Nee, Chris, das ist bei mir gleich 15 Minuten, eine halbe Stunde, 20 Minuten mit Auto. Ungefähr. Ich bin immer noch nicht mit dem Dach fertig. Ich raste gleich aus. Was bist du für ein Opfer? Boah, Alter. Wie kann man es schaffen, immer noch nicht mit diesem Dach fertig zu sein? Ich bin gerade mal mit 2/4 fertig. Alles klar. Ja, weißt du, wenn du sehen würdest, wie anstrengend das ist, alter Boomer, könnte sowas nicht. Nein, Spaß. Oh. Sorry, Boomer. Wann? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich weiß ja, wo es hier wohnt. Ach ja, ja. Du wohnst fast neben mir, also. Fast. Ja, direkt um die Ecke. Ich wohne direkt neben ihm, wusstest du das gar nicht? Boah, krasse Sache. Komisch, dass ich ihn dann noch nicht gesehen habe. Vor allem, weil du 5 Stunden von mir weg wohnst. Das sind 4. Ja, oh, wo bist du jetzt hinzogen eigentlich? Wer, ich? Nein, deine Freundin. Was? Wo bist du jetzt hinzogen? Welche Ecke von Deutschland? Ich check grad gar nicht. Wo du wohne? Du hast auf dem alten Server weiter in dem alten Stadtteil. Ihr seid jetzt umgezogen. Du mich kapieren? Tun? Nee. Du wohne? Wo du zu Hause? Wo du jetzt zu Hause? Welchen Bundesland, Stadtteil wohnst du? Da, wo ich wohne. Sag doch einfach, das Lied ist riesig, da findet sich kein Schwanz. Boah, ich weiß. Ich habe schlecht, wenn ihr keinen Schwanz findet. Boah, Shirin. Ja? Du hättest mir ruhig sagen können, dass du Omas Dach nachbaust. Hey, das ist nicht Omas Dach! Darum ja. Oder ist der? Was mit den Bäumen los ist, chillen da. Alter, was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt haben wir 4 Bäume übereinander, nicht nur 3. Hä, hey, gar nicht. Lol, was passiert? Sieht aus wie ein halbes Raumschiff. Die groß wie so ein kleines Schweinchen. Wie das Schweinchen, was ich heute aus dem Wasser geholfen hat. Ne, Shirin? Ich will gleich noch ein Hast du das Weizen verarbeitet, was da in der Truhe war? Nein. Oh, puh. Ja, klar, ich verarbeite einfach das Weizen. Sieht auch so aus.
Ja, tust du. Ein Problem mit mir. Ja. Vom Privatchat. Nö. Kein Bock drauf, du verprügelst mich eh wieder. Nee, diesmal nicht, diesmal drücke ich ein Auge zu. Hast du schon bei gesagt, ihr, oder? Drückst du ihr Augen? Einen Energy Drink veröffentlichen. Drückst du ihr ein Auge zu, oder? Ja, genau, Boomer. Ich drück dir da mal ein Auge zu. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Hattest du schon gesehen, wo ich Erde abtragen hatte, Boomer? Nein, glaube nicht, nö. Muss ich dir mal zeigen. Fällst du um? Das geht ja mal gar nicht. Was denn? Das sieht ja wundervoll aus. Das kenne ich gar nicht von dir. Sag mal. Was denn? Das scheiß Skelett. Kein Bogen? Nö. Selina, ich muss Erde farben gehen. Ich brauche Erde. Und ich brauche gleich. Tschüss. Schade, schade, schade. Was soll das? Was denn? Ja, wieso jetzt stehst du in mir? Ich stand nicht in dir, ich stand in dir, weil ich eben... Ah, oh, sie stand in dir. Boma. Jetzt Erde abtragen, wie ich schon die ganze Zeit tue. Nee, machst du Ach, nicht. Klar, tue ich das. Bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ja, ist mir scheißegal. Ja. Ja, das darfst du nicht. Doch, darf ich. Hey, das ist verboten. Ich darf das, was Boma mir erlaubt. Und Boma hat mir alles erlaubt, nicht was. Nein, Boma hat dir das gar nicht erlaubt. Nee. Ja, Boomer, das ist ein typisch Mädchen. Ja, nee. So geht das nicht. Stell dir das immer so einfach vor. Was denn? Ich weiß, ich trage das sogar nicht. Das geht so nicht, Shirin. Ist da irgendwann im Sandkasten, wo die Katzen immer reinscheißen? Ja, da. Der Burg Craftstone also Mini. Nach dem Geil, ich mach den... Fußballstadion, Feuerwache. Etwas kleineres, also etwas bisschen kleineres. Einfamilienhaus. Einfamilienhaus, kleines Haus. Ja, weil dann kannst du nämlich hier in der Nähe, wo ich, also ein bisschen in der Nähe von meinem Haus, aber nicht so nah, also schon ein Stückchen weg. Alles klar. Es ist ungefähr so weit weg wie dein, wie diese 10-Euro-Spenden-Villa. Und da bin ich nämlich Erde am Abtragen und das ist jetzt eine große Fläche und da kannst du ruhig bauen. Ich dachte, da will Isabel bauen. Wer will bauen? Und wie heißt deine Freundin? Isabella? Meine Freundin baut neben mir, aber wenn du noch ein Stückchen von meinem Haus wegläufst, noch ein ganzes Stück, dann kommst du zu so einem riesigen Bereich, der abgeerntet ist. Das ist ein Loch. Und in dem Loch hab ich Erde abgetragen. Da, wo meine Freundin bauen möchte, das ist ja schon vorbereitet. Das ist ja schon alles eben. Ich trage jetzt... Und in dem Loch soll dann ich bauen? Ich, Boomer, soll in einem Loch bauen. Habe ich das richtig verstanden? Nein, also, das ist ja kein wirkliches Loch. Nach rechts und links ist halt nur noch dieser Berg. Ich habe da einfach... Das ist einfach eine gerade Fläche. So, ganz einfach. Jetzt verstanden? Nein. Ja. Danke. Ich gut, mal halt Shopland. Ich bin gekillt. Nur weil Shirin das in den Chat geschrieben hat, bin ich gestorben. Die Frage ist, glaube ich, an dich. Ich höre gerade nichts. Ja, ich bin einfach gestorben. Ich höre gerade nichts. Weiß gar nicht. Warum was, bist du was ist los? Wie, bitte? Was? Wie, bitte? Was? Nee. Hans, deine Frage. Sie wollte fragen, warum du sie vorhin gekillt hast. So. Ja, weil ist halt passiert. Einfach so, kam ein Blitz runter. Einfach so.
Jetzt hat Shirin, ist der mal Samia. Shirin reißt sich zusammen. Shirin, liegt da dein Schwert im Wasser? Shirin! Shirin! Was? Shirin! Was? Nix. Fick dich. Nee, hab nicht. Fräulein. Aber Buma, wenn du mal unseren Fick dich Counter auf Skype hören würdest, dann läuten die Glocken. Ist es okay, wenn ich gerade mal für 20 oder 30 Minuten weg bin? Nö, was willst du machen? Ja, ist wichtig. Schreib mir mal per PN, bitte. Was? Schreib mir mal über TS eine Privatnachricht, warum du jetzt uns verlassen musst. Das ist 20, 30 Minuten, das kann ich euch auch danach sagen. Nein! Na doch. Doch, dann kann ich auch danach aussagen. Och Mann, Boomer! Weil du jetzt auch noch in den Rücken. Mir interessiert's ja eigentlich gar nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen, hier zu bleiben. Also. Aus dir rein. Nein! Ah! Ja gut, dann. Viel Spaß. Mach nicht illegale Dinge. Ich mach richtig illegale Dinge. Nein, Spaß. Bis gleich oder noch, ja. Jo, hab dich lieb, Mausi. Auch. Ja. Ja, tschüss. Wusste gar nicht, dass du sie liebst. Na, ich lieb mich auch. Ach so. Nee, ich habe aber gesagt, ich lieb dich, Maus. Mhm. Deine Swanhaus. Nein, 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 nein. Immer noch nicht fündig geworden. Ach, da brauchst du ein scheiß Ding MC-Flash und es gibt kein MC-Flash mehr. Mehrfamilienhaus. Es gibt kein MC-Flash zum Nachbauen mehr. Sicher das Blöde. Die Seite gibt's nicht mehr. Wäre so schön, Freibad. Stadtvilla mit Pool. Moderne Stadtvilla. Wohnmobil. Rathaus. Boah, erstaunlich, ich hab die Hälfte auch geschafft, ey. Boah. Findout. Auch anstrengend genug. Findout ist Hotel, nehme. Schade, Findout ist Hotel, nehme. Soll ich mal mitsuchen? Mhm. Ja, kannst ja. Auf Games Hard brauchst du nicht gehen, der hat nichts mehr, da gibt's den. Gibt's das Hotel nicht mehr? Minecraft modernes Haus, nee. So, klar. Bauplan. Kolosseum. Genau. Bau doch gleich was Riesiges. Hotel brauchst du, ne? Irgendwas schönes, schnuckliges, mittelgroßes Hotel. Okay, mittelgroß. Muss ja also nicht groß, kein das. Tower. Kein, nein, kein Tower. So, ich sag jetzt mal 40 Blöcke hoch oder so. Wie viel? 40. Maximal. Ach ne, dann ist das hier scheiße. Hier ist nicht eins, das ist richtig cool. Ja, was hast du, Blöcke? Ich glaube, das hier ist dir zu groß. Oh, Moment. Guck mal, was sagst du denn zu sowas? Ja? Jetzt erstmal noch ein Bild. Ich kann dir auch noch die Internetseite von schicken.
Nee, das möchte ich gar nicht. Aber so. Nee, so nicht. Aber das kenne ich, ja. Aber. Ich hab's vorher gehabt. Nee, das ist. Nee, das ist nicht. Das, wo ich meine, schaut anders aus. Find's bloß nicht mehr. Ich hab einen Mitteleingang. Links und rechts gehen gleich viele Stränge weg. Geht dann gerade nach oben. Weißt du denn, wie es damals hieß? Nee. Ich habe so ein Bild angeschaut und habe draufgeklickt und dann war es nicht mehr da. Wie lang ist es her, dass du dieses Bild hattest? 5 Minuten, 10 Minuten. Und du hattest das Bild im Internet, korrekt? Ja. Du kannst, guck doch im Verlauf nach. Bin ich doch schon, aber find's nicht mehr. Was hast du? Es ist kein Bild von der Pocketchen, oder? Zeig doch mal. Ja. Jetzt habe ich schon wieder so viele Bilder angeschaut, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie es ausschaut. Ah, toll. Schule? Nee, Schule nicht. Komm immer wieder bei dem gleichen raus. Hat es dir geschickt, ne, falls du es suchst. Ja, Ja. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das war links und rechts, bloß noch ein bisschen breiter. Und in Quarzblöcken. War das ein Turm? Rechts und links? Nee. Ich habe nämlich hier einen, das sind zwei Türme rechts und links in so einer Kurvenform. Und in der Mitte ist frei und dann ist in der Mitte oben ist so ein Mittelgang, damit du zwischen den beiden hin und her kannst. Zeig doch mal. Ja, ich schick's dir. Warum frage ich eigentlich noch? Ja, schick's einfach. Ja, tu, ich bin jetzt gerade bei. Da. Das sieht auch cool aus, meiner Meinung nach. Dazu gibt's sogar eine Bauanleitung. What the hell? An sich ist das nicht viel im Quadrat, ist das nicht viel. Das ist eigentlich nur der gleiche, immer der gleiche auf, links und rechts. Für Survival ist das viel, ja, aber für Creative ist das nicht viel. Vielleicht ist das ja etwas, was dich vielleicht... Moment. Da, was dich... Nein! Entschuldigung. Hey, wieso geht das jetzt nicht? So, vielleicht ist das ja etwas, was dich interessiert.
Und ansonsten kannst du dir für ein Hotel ja auch nochmal ein Großprojekt vornehmen, das ist dann vielleicht viel, was man baut, aber vielleicht ist es am Ende cool. Ich hab eins, das ist aber viel groß für dich. Das möchtest du bestimmt nicht. Nein, nein. Das ist nämlich locker 100x100 Block groß. Tarzanhaus. Guck mal, das wäre wirklich geil, wenn du das machen würdest. Warte. Da. Tja, aber das geht wahrscheinlich noch ganz weit nach unten, oder? Mhm. Gibt's da Bauanleitung oder was? Kann ich gucken. Sekunde. Ah. Naja, müsstest du leider über Map nachbauen, also Map unterladen, Map im Zweit, also Minecraft Map einfügen, nochmal Minecraft öffnen und dann in die Welt reingehen und dann nachbauen. Aber ich schick's dir mal, dann kannst du es dir nochmal angucken, sind nochmal andere Bilder bei. Ja, hab ich schon, hab ich grad. Hast du? Ja, das Seite formuliert gerade rum. Aber es läuft alles so, wie du sagst, da Minecraft einbauen und das weiß ich. Was findest du sowas denn cool? Bitte? Also ich glaube, wenn du wirklich was suchst, ja, wenn du wirklich was Gutes suchst, wirst du nie eine richtige Bauanleitung dazu finden. Ne, das stimmt. Weil das immer Maps, weil das immer Teile sind zum Herunterladen. Das ist einfach so. Deswegen habe ich mittlerweile auch aufgegeben, nach so Bauanleitungen zu suchen, sondern baue das jetzt mittlerweile wirklich über lad mir das runter, füg das ein und gehe dann auf meinem Zweitbildschirm da rein und baue das dann wirklich Stück für Stück nach. Aber an sich ist das ja total cool, meiner Meinung nach, das Hotel, ja. Sehr voll cool gebaut. Es ist so neumodisch. Klar, es ist groß, aber es ist auch cool.
Im Endeffekt musst du es ja bauen, also musst du es entscheiden, also. Kann ich da eh nichts machen. Weil das soll jetzt halt arg zu groß werden, weil das Problem ist, weil mein Gefängnis auch nicht groß ist. Jetzt habe ich es glaube ich wieder gefunden. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder gefunden, ja. Muss ich mir nachher anschauen. Boah, ich hab hier eins, das ist riesig. Das ist... Du spielst das City Skylines, ne? Mhm. Ich weiß nicht, aber ich meine, gesehen zu haben, dass es einen großen blauen Turm in City Skylines gibt. Ja. Den hat einfach jemand so ähnlich nachgebaut. Okay. Riesig ist das Teil. Aber krass. Was Leute manchmal einfach so bauen, ist krass. Manche Leute sind einfach noch verrückt als wir. Und die können es einfach. Wir haben es einfach drauf. Mann, wir haben es echt drauf. Ja, und solche Leute suchen dann halt auch so groß, weil es so größere Server. Und diese Leute, die halt wirklich drauf haben, die wollen das nicht. Das ist halt immer das Blöde bei vielen Servern. Weswegen die Maps auch häufig eher Standard werden, langsam, meiner Meinung nach. Fast jeder Server hat die gleichen Maps. LOL. Hier habe ich einfach was vergessen. LOL. Läuft bei mir. Fett bist du geworden. Wer ich? Oh Gott, ist das was. Ich hab grad meinen Boomer Tower gefunden. Aber leider ohne Bauanleitung. Schade. Ja, das ist blöd. So, ich brauche jetzt eine neue Workbench, ist mir scheißegal. Habe ich halt jetzt die 10. Workbench mittlerweile. Das schaut gut aus, das. Hast du was gefunden? Ja, jetzt habe ich so Landhausstil gefunden. Darf ich's auch sehen? Bieren. Jo, noch länger geht's nicht. Aber halt auch wieder ohne. Du wirst nichts mehr ohne mit Bauanleitung finden, sag ich dir. Darfst du jeden Block wahrscheinlich einzeln abzählen, oder wie, oder? Wie schaut's innen aus, also, weißt du? Da sind keine Bilder dabei, gar nichts. Also ich habe das ja schon mehrmals gemacht, unter anderem für deinen ehemaligen Server, nicht den Schlampen-Server, sondern den alten, wo ich ja mitgebaut habe. Und da habe ich das gemacht und da habe ich dann ein riesiges Rathaus gebaut. Und da habe ich dann wirklich, habe ich dann Escape in dem einen Bildschirm, bin zum anderen Bildschirm gegangen, hab abgezählt, wie viele Blöcke das sind, wie weit ich muss und hab mir immer die groben Sachen. Ich musste halt immer erst mit dem einen Männchen laufen, gucken und dann mit dem anderen nachbauen. Mhm. Aber das ist cool, was du geschickt hast. Aber groß, sehr groß. Das geht's ja. Bin auch keine Maße dran, nix, null, nothing.
Digga, oh. Herr Frost dort gestern auf mich zugekommen, hat gefragt, was er noch bauen könnte. Dann habe ich sein Haus angeguckt. Ist nicht schlecht, ne? Ist an sich cool. Habe ich ihm gesagt, okay, du könntest ein Dach bauen. Hm. Weil er noch kein Dach drauf hatte. Er hatte einfach so... Wie soll man es so sagen? Es ist einfach... Plattes Dach, so ungefähr. Mag platte Dächer nicht. Darf man eigentlich einfach so ohne Erlaubnis in andere Häuser reingehen? Ah, nein. Rosto, du verstoßt gegen die Regeln. Raus. Wenn er bloß reinläuft und zum Gucken, ne, dann macht's nix. Ja, hat er. Aber mich stört das generell nicht. Es sei denn, das ist irgendein Fremder, so wirklich richtig fremd, aber... Sonst macht man sowas nichts aus. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich weiterkomme. Och, Timo, jawohl, grüß dich. Jenny, was ist da los? Ja. Hm. Frostock, jawohl, grüß dich. Sorry, wegen gestern. Wie oft du grüße dich sagst, immer. Warum? Ist mir immer so aufgefallen. Ich grüße dich, warum? Sagst immer so, grüße dich, grüße dich, grüße dich. Ja, Forster, grüße dich. Was soll ich sonst sagen? Weiß ich nicht. Also, Tach. Tach. Meist sage ich Servus, Servus. Aber verstehen ja die meisten nicht. Ja, Servus ist doch voll einfach. Rostock ist nicht so gut. Mit dem hätte ich gestern Arma spielen sollen, aber ich bin aus D100 runtergeflogen und jetzt habe ich keinen Server mehr. Lol, ja. Was hast du gemacht? Er hat nicht mehr gespielt und dann schmeißen sie ihn runter, wenn zwei Wochen nicht da bist. Wie behindert. Manche Server sind richtig behindert. Wir haben es herausgefunden, Boomer, warum manche Server so sind, wie sie sind. Sie sind einfach behindert. Ah, jetzt habe ich die Erde vergessen abzubauen. Ich bin gerade mal mein PC am Sauber machen, habe ich jetzt nicht mehr. Ja, Florian, hau rein. Läuft bei dir. Fettbisse geworden. So. Hast du wieder Facecam an? 2, 3, 4, nein. 5, 6, 7, 8. Sonst wäre ich vorbeigekommen. 10, 11, ich gucke gerne in dein Gesicht. 13, 14, warum das 15? Keine 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Der schaut man halt gerne in die Augen. 28, 29, 29, 30. So rot unterlaufen oder was? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ich weiß nicht, warum dich eine erwachsene Frau noch nicht geangelt hat. Weil ich zu fett bin. Oh Mann, du hast nicht immer 2, das als 3, Begründung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
12, 13, 14, 15, 16. Du bringst ihn noch zur Frau. 19, 20, nein. Privat bin ich ein bisschen Arschloch zu den Frauen, Shirin. Nee, merkt man nicht. Nein, Spaß. Zu mir bist du total höflich. Ja, du bist ja nicht, du bist ja keine erwachsene Frau. Doch. Hallo, ich werd 15. Ja, das ist. Du bist trotzdem noch Kind, du könntest meine Tochter sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja klar. Keine Ahnung, wie ich damals immer auf Nur wegen Minecraft bin ich damals immer zu dir so gekommen, ne? 4, 5, 6, 7, 8. Nur weil du Minecraft gespielt hattest damals. 10, ja, 11, 12, 13, 14, 15. Da habe ich noch extra für deinen Server eine Paysafe gekauft. Aha. 1, 2. Weil ich vorher Cricket hatte. Ja, und bereust? Nö. Ja, also. Überhaupt nicht. Seitenwand, warum musst du hart lachen? Nee, privat bin ich ein bisschen Arschloch zu den Frauen. Was heißt Arschloch? Nee,